Das Wort bekommt der Kerstan. Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, ich glaube, die Debatte hat sehr deutlich gemacht, dass man es sich nicht einfach machen darf, dass diese tragischen Todesfälle viele Ursachen haben. Fachliche, persönliche, in der Art und Weise, wie Mandatsträger, Funktionsträger ihre Verantwortung ausüben und die Art und Weise, wie politische Funktionen in der Jugendhilfe besetzt werden. Und die beiden letzten Punkte, die persönliche Verantwortung von Funktionsträgern und wie werden politische Positionen vergeben, da unterscheidet sich Mitte von allen anderen Bezirken. Und das ist vielleicht auch der eine Grund, warum gerade auch in Mitte wir jetzt zwei Todesfälle hintereinander haben. Denn die fachlichen Gründe wirken in allen Bezirken. Wir haben jetzt den zweiten Todesfall in Mitte unter der Verantwortung des gleichen Bezirksamtsleiters und der gleichen Jugendamtsleiterin. Und was aufgefallen ist, ist, dass Herr Scheele sehr viel und sehr umfassend, auch durchaus beeindruckend, viele kluge Gedanken und Maßnahmen im fachlichen Bereich dargelegt wurde. Wozu Herr Scheele, aber auch kein einziger Redner der SPD, auch nur ein einziges Wort gesagt hat. Ist diese politische Verantwortung von Funktionsträgern in Mitte und das System Kars, meine Damen und Herren. Und diese Botschaft ist sehr laut und sie ist erschreckend, meine Damen und Herren. Denn wir müssen doch feststellen, es hat sich in Mitte eine Kultur des Wegschauens im Bereich der Jugendhilfe herausgeboten. Der Träger hat weggeschaut bei der Pflegefamilie. Die Jugendamtsleiterin hat weggeschaut, als es um konkrete Beschwerden kam. Der Bezirksamtsleiter hat weggeschaut, was seine Jugendamtsleiterin tat. Und was wir jetzt feststellen, ist, dass selbst nach diesem tragischen Todesfall die SPD nicht in der Lage und willens ist, sich die politischen Strukturen im Bezirk Mitte anzuschauen. Sie sind immer noch nicht bereit, dieses Tabu, das es ja ganz offenkundig gibt, anzuschauen. Und ich glaube, Strukturen, wo nur hinter vorgehaltener Hand darüber geredet wird, dass es sie gibt, und das haben viele in diesem Hause getan, auch aus der SPD-Fraktion, schon seit vielen Jahren, diese Strukturen müssen endlich das Licht der Öffentlichkeit erblicken, meine Damen und Herren. Sonst werden wir diese tragischen Fälle nicht verhindern können. Und liebe FDP-Fraktion, wenn Sie hier in der Bürgerschaft sagen, das ist ein Problem der SPD-Mitte, dann müssen wir doch eins feststellen: Die Bezirksversammlung Mitte wählt Bezirksamtsleiter, kann jetzt einen neuen wählen und damit Herrn Schreiber ablösen, so wie Sie es hier gefordert haben, Frau Suding. Und dort gibt es eine Mehrheit zusammen mit der FDP. Und diese Mehrheit kommt nicht zustande. Und da zeigt sich sehr deutlich, wie dieses System Chaos funktioniert. Denn mittlerweile ist die FDP in Mitte, das sieht sehr danach aus, Teil dieses Systems geworden. Nach dem Wahlergebnis werden Sitze in den Ausschüssen der Bezirksversammlung festgelegt. Und nach diesem Wahlergebnis hat die FDP keinen Anspruch auf mehrere Sitze in der Bezirksversammlung. Sie hat sie von Herrn Kahrs im Jugendhilfeausschuss einen zusätzlichen Sitz bekommen und auch in einem anderen Ausschuss, der nicht durch das Wahlergebnis begründet ist. Und Sie müssen vielleicht mal darlegen, ob nicht vielleicht das der Grund ist, warum diese beiden Abgeordneten der FDP in Mitte in bedingungsloser Loyalität zu Herrn Schreiber stehen, meine Damen und Herren. Und da nun ganz offenkundig die politischen Verhältnisse in Mitte es nicht ermöglichen, direkten Weg zu gehen, ist es aber Sache dieses Senats zu handeln. Denn das Bezirksamt Hamburg ist Teil der hamburgischen Verwaltung. Und verantwortlich für diese Verwaltung ist dieser Senat und der Präsident dieses Senats ist der Bürgermeister. Und geordnete Verhältnisse im Bezirksamt Mitte, die gibt es doch gar nicht. All diese fachlichen, vielleicht auch richtigen fachlichen Maßnahmen, Herr Scheele. Glauben Sie wirklich, dass Herr Schreiber der richtige Mann ist, um diese Qualitätskontrolle und all diese Maßnahmen jetzt wirklich durchzuführen? Er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er die Fähigkeiten und die Eignung dafür nicht hat, meine Damen und Herren. Und es ist Ihre Aufgabe, sicherzustellen, dass jetzt
eine Leitung in Bezirksamt Mitte eingesetzt wird, die diesen Aufgaben gerecht wird, meine Damen und Herren. Und Sie dürfen jetzt nicht mehr nur reden, sondern Sie müssen handeln. Und Sie müssen auch dafür sorgen, dass dort Personen eingesetzt werden, die handeln können, meine Damen und Herren. Und jetzt die letzte Bemerkung. Angesichts dieser Verantwortung des Senates fand ich es schon bemerkenswert, dass der Bürgermeister sehr wenig in den letzten Tagen und Wochen gesagt hat. Und ich hätte mir gewünscht, dass Sie heute nicht nur mit der Zeitung gesprochen haben, wie wir lesen konnten, sondern dass Sie hier angesichts des Parlaments zu Ihrer persönlichen Verantwortung und Ihrer Verantwortung, dass jetzt gehandelt wird, auch etwas sagen. Ich bedauere das sehr, dass Sie diese Chance bisher nicht ergriffen haben.